So, es ist jetzt Dienstag, der 11. Januar 2022. Es ist gerade 10 nach 3 Uhr morgens, mitten in der Nacht. Ich, wie so ein Musterchrist, habe natürlich bis jetzt die Bibel gelesen. Natürlich nicht FIFA gespielt. Nein, nein, ich habe die Bibel gelesen. Bis 3 Uhr, weil wir jetzt in einer Stunde oder sowas verlassen wir die Wohnung. Gehen zum Flughafen München und fliegen nach Spanien, um dann nach Costa Rica zu fliegen. Meine Frau ist gerade aufgewacht, ich höre da so drüben sowas. Guten Morgen. Was hast du gerade gesagt? Ja, ist, weil du reingekommen bist. Wir sind irgendwie noch nicht bereit. Für uns wird komplett neu sein, dieses Ganze. Wir wissen nicht, wo wir schlafen und Hotel noch gar nicht gebucht und so weiter und alles sehr, sehr wild. Es wird sehr interessant sein. Wir werden jetzt gleich zum Flughafen fahren und dann hoffen wir, dass wir alles richtig ausgefüllt haben, weil wir mussten ein Formular für Costa Rica, ein Formular für Madrid, ein Formular für keine Ahnung. Und das Dümmste ist natürlich, wir müssen uns jetzt richtig, richtig fett einpacken, weil hier ist es irgendwie 0 Grad, aber in Costa Rica ist es 25, 27 Grad. Das heißt, wir werden uns jetzt dick fett einpacken, nur um diese Klamotten, die wir jetzt anhaben, die ganze Zeit im Koffer verstauen zu lassen, bis wir dann wieder zurück nach Deutschland kommen. Aber ja, so sieht's aus und wir machen uns jetzt bereit. Jetzt in Madrid angekommen, haben es geschafft. Ich bin zweimal eingeschlafen, also damit meine ich habe zweimal geschlafen und schon waren wir da. Ilona, was hast du gemacht im Flugzeug? Ich habe einen Film geschaut. Was Nicht für mal zu Ende geschafft. So schnell war der Flug vorbei. War echt schnell. Wie lange sind wir denn insgesamt geflogen? Keine Ahnung. Wir sind um kurz vor 8 losgeflogen, oder? Wir sind jetzt um 10 da, also sind ja, 2 Stunden. Ja, höchstens 2 ist, Stunden 15 oder ja, so. Irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall laufen wir jetzt durch Madrid und wir haben jetzt hier länger Aufenthalt, als wir geflogen sind. Also wir werden jetzt hier 4 Stunden warten, bis unser Flug nach Costa Rica weitergeht. Aber wir können hier viel machen. Zum Beispiel auf den Spielplatz gehen. Da sind mehrere. Wir gehen jetzt zu unserem Gate. Dann gehen wir schön auf Toilette. Und dann versuche ich weiter zu schlafen, weil ich habe extra ja die Nacht durchgemacht, damit ich sehr, sehr viel schlafen kann, weil wir ja noch irgendwie 12 Stunden fliegen werden. Sehen wir mal, wie das wird, ob ich dann noch einschlafen kann oder ob ich durchgehend wach bleibe. So, wir müssen jetzt zu einem anderen Gate. Terminal Und wahrscheinlich, oder? Ja, Terminal 4S ist Gate. Es heißt irgendwie 23 Minuten, bis wir da sind. Aber ich habe schon mal gehört, der soll auch riesengroß sein. Also müssen wir wahrscheinlich mit dem Zug fahren oder was? Ja, genau, da kommt jetzt Zug. Das ist interessant. Scheint auch sehr, sehr verständlich zu sein. Was ist verständlich? Naja, wo müssen wir hin? Nach S. Also steigt in die Bahn, wo S steht. Und der Only Stop, also kann man nicht viel falsch machen. Jetzt verfahren wir uns trotzdem. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Müssen wir da jetzt rüberspringen? Hier, ne? Und hier, warte, warte, ich habe auch noch was hier. Der Ilona ist ein bisschen kalt. Mami. Nur ein bisschen.
Fahrt. Wir haben keine Ahnung, was die Regeln sind. Wir fahren einfach. Cory ist auch gerade über Rot gefahren, weil die vor ihm auch über Rot gefahren sind. So fahren wir. So lernt man fahren in Costa Rica. So. Wir sind jetzt im Hotel/Hostel angekommen. Ilona isst Chips. Genau, wir sind heute Morgen losgefahren zum Münchner Flughafen, sind dann da angekommen, haben Check-in gemacht, alles entspannt und dann sind wir noch... Die S-Bahn ist auch durchgefahren. Ja, genau, die S-Bahn ist durchgefahren und dann sind wir nach Madrid geflogen. In Madrid hatten wir 4 Stunden Aufenthalt, was halt so ging auch eigentlich. Und dann sind wir weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geflogen sind. 11 Stunden? Ich glaube schon, ich weiß nicht so genau. 10 oder 11. Ich möchte auf jeden Fall die Erinnerung aus meinem Kopf streichen. Also früher war es bei mir immer so, dass wir Flüge oder Flugzeit in Filme messen konnten. Also wir haben immer gesagt, okay, 9 Stunden Flug, also werden wir 3 Filme gucken, dann sind wir da. Ja, aber mittlerweile schlafe ich ganz viel und ich habe echt viel geschlafen in dem Flugzeug. 11 Stunden oder sowas sind wir geflogen und ich habe wirklich nur 2 Filme geschafft und sonst habe ich die ganze Zeit geschlafen. Aber an sich ist alles reibungslos gelaufen. Wir haben uns das Auto abgeholt und das werde ich dann morgen nochmal zeigen. Ja, alles voll entspannt. Alles gut funktioniert. Also Gott hat uns da sehr bewahrt, dass wir da durchkommen. Und jetzt chillen wir hier. Ilona isst Chips. Und wir schauen vielleicht noch eine Netflix-Serie oder sowas. Wir versuchen früher schlafen zu gehen, dass wir dann morgen fit den Tag starten können. Und ja, das war's. Tag 1. Tag 1 war Reise. Nicht so spannend. Tag 2 wird schon mal viel besser. Gute Nacht. Gute Nacht.